Hi, Frank Tausch hier, Filmkritik TV. Wir sind mitten im Kinowinter, genauer gesagt bei einem Kino-Superwochenende, das in Deutschland am 26. Januar mit ungewöhnlich vielen und einigen richtig guten Filmen startet. Damit du da nicht den Überblick verlierst, stelle ich dir hier das Wesentliche vor, wie ich es ja ganz zu Beginn von Filmkritik TV oft gemacht habe. Da haben wir zum einen die neue Adam Sandler-Komödie Jack und Jill, dann der Thriller Ein riskanter Plan mit Sam Worthington und Elizabeth Banks, dann starten gleich drei der besten Filme der Saison, nämlich das tragikomische Familiendrama The Descendants mit George Clooney, der großartige Thriller Drive mit Ryan Gosling und Carey Mulligan, der dich übrigens langweilen wird, wenn du hier Popcorn-Action erwartest. Das ist ein Arthouse-Film. Und dann ist da der magische Stummfilm The Artist, mein Geheimtipp für die kommenden Oscars, der inzwischen gar nicht mehr so ein Geheimtipp ist. Nur habe ich euch das ja schon, nachdem ich den Film gesehen hatte, bei Twitter und in meiner ersten Trailer-Vorschau im Herbst so prophezeit. Klicke hier jetzt einfach auf die Filme deiner Wahl für meine Kritik dazu und lass mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, welche oder welchen dieser Filme du dir an diesem Kino-Superwochenende auf jeden Fall ansehen wirst. Bis dahin wie immer viel Spaß im Kino. Für heute tschüss aus Hollywood.